Herr Limburg, trotz gewaltiger Emissionen einer hochtechnisierten Zivilisation halten Sie einen Klimawandel eher für unwahrscheinlich? Nein, auf keinen Fall. Klimawandel ist das Normalste der Welt. Klima und Wandel sind sozusagen die also menschengemachten Seite einer Münze. Klimawandel, meine ich. Ich halte den menschengemachten Klimawandel für nicht existent. Es gibt keinerlei Anzeichen, Beweise, Hinweise dafür, keine Korrelationen und ähnliches mehr. Das gibt es ausschließlich in Modellen. Und was ich mit Modellen anfangen kann, das weiß ich aus eigener Erfahrung wie auch aus der Literatur. Von Neumann, der große Mathematiker, hat mal gesagt, gib mir 4 Variablen, dann mache ich dir daraus einen Elefanten und gib mir eine 5. Variable, dann lasse ich den sogar mit dem Rüssel wedeln. Also der von Menschen beeinflusste Klimawandel, Sie stellen das ja in Abrede. Vielleicht skizzieren Sie noch mal Ihre Position, auch was die Erwärmung jetzt angeht in den letzten Jahren, die nach Meinung von Herrn Bott ja auch menschengemacht ist. Wenn Sie sich diese statistische Mittelwertkurve der sogenannten globalen Welttemperatur ansehen, dann beginnt die im Allgemeinen so bei 1850, so jedenfalls im IPCC-Bericht. Weltklimarat. Weltklimarat. Ist zusammengefasst aus anfangs wenigen 100, dann später einigen 1000, jetzt wieder nur 1000 Stationen und errechnet dann diese Anomalien, also die Differenz zwischen einem Referenzwert und den absoluten Temperaturen, die man damals und heute gemessen hat. Wenn sich diese Kurve anschauen, so zweifelhaft wie ein statistischer Mittelwert überhaupt sein kann, dann stellen Sie fest, dass Sie 3 Anstiege hatten gleich hoch in den vergangenen 150 Jahren. Einmal um 1880 herum, rund 20 Jahre, 30 Jahre lang, dann von 1910 bis 1940 etwa und dann nochmal diesen, den letzten, wobei wir da inzwischen wissen, dass dieser letzte Anstieg von den Satellitendaten nicht gezeigt wird, aber von den terrestrischen Daten und die terrestrischen Daten sind nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion drastisch ausgesucht worden. Also die Zahl der Stationen wurde massiv verdünnt auf heute nur noch 1100 für den gesamten Erdball. Mhm. Und die Frage ist ja, Erwärmung oder nicht? Unterschied. Es gibt also nach diesen Daten keine erkennbare Erwärmung, mit Ausnahme von 2 Ereignissen, El Niño 1998 und 2010. Und dazwischen war es platt. Mhm. Also was natürlich stimmt, ist, dass beim IPCC etwa 2400 Kollegen mitgearbeitet haben an 3 Berichten. Der wichtige ist der Working Group 1 mit rund 800 Teilnehmern. Und der Rest sind dann die Folgen und die Konsequenzen daraus, wo diese Leute haben also aufgebaut auf dem, was der erste Teil gemacht hat. Und innerhalb dieses Kerns von 800 sind es etwa 60, maximal 60, vielleicht 40 Wissenschaftler. Mike Hulme, Professor in England, Mitglied des IPCC, hat das neulich mal in einem Zeitungsartikel zu seiner Arbeit rausgelassen, sind 2-3 Dutzend vielleicht, die diese Meinung verfestigt vertreten, dass der Mensch an der Temperaturerhöhung, wie gesagt, die in Zweifel gezogen wird aufgrund der fehlenden Satellitenerkenntnisse, dass diese Leute das vorantreiben. Die anderen, die damit zu tun haben, haben das übernommen, was ja auch normal ist. Es gibt aber gerade gestern eine Veröffentlichung wieder, etwa 1000 Klimawissenschaftler weltweit haben erneut protestiert gegen diese Behauptung, dass die Mehrheit der Wissenschaftler das so sieht. Das tut sie nicht. Mhm. Das heißt, diese 1000 Klimaforscher sind dann die Mehrheit. Sie fragen, wie viele Leute gegenüber sind den 40, 60 im IPCC auf jeden Fall. Man muss ja die Modelle an ihren Ergebnissen messen. Ich kenne die Modelle des IPCC, Weltklimarat. 32 sind es, glaube ich, die dort verfolgt werden. Alle zeigen unterschiedliche Ergebnisse, aber alle haben einen entscheidenden Nachteil. Alle haben ganz klare Ursache-Wirkungsbeziehungen zum Inhalt. Es gibt keine geschlossene, konsistente Theorie des Klimas. Es gibt Thermodynamik, es gibt Energietransfergeschichten, es gibt alle möglichen Differentialgleichungen, die alle zusammengestellt werden. Dann gibt es Brücken, da muss man parametrisieren und. Beispielsweise, die Modelle, wenn Sie sie laufen lassen mit null CO2-Anstieg, also konstantem CO2, zeigen alle unterschiedliche Endtemperaturen von 11,8 Grad bis 17 Grad. Das eine ist eine Eiszeiterde und das andere ist eine Tropenerde. Sie können mir nicht sagen, warum das eine richtig und das andere falsch ist. Was machen die Klimamodellierer? Sie mitteln diese nicht bekannten Dinge aus und haben dann mehrere Multi-Model-Means, wie das heißt. Dann tun sie die zusammen und zum Schluss kommen sie irgendwo bei 15 Grad raus und sagen, das ist unser Ergebnis. Der entscheidende Punkt ist, es läuft wie ein Uhrwerk.
Input und Output mit einer festen Beziehung verknüpft. Und das ist aber auch eine Annahme. Das ist nicht Klima. Klima ist stochastisch. Klima ist chaotisch. Es hat kleine, Moment, ein Punkt noch. Kleine Änderungen von unten nach oben sind vorhanden und existieren, teilweise extern getriggert, teilweise intern und umgekehrt. Diesen umgekehrten, den haben wir, aber der ist hinreichend schlecht. Der andere ist nicht vorhanden. Sie haben ja eine Schuld-Sühne-Behauptung aufgestellt. Wir sind verantwortlich für den Ausstoß des Treibhausgases und müssen deswegen den anderen das sozusagen abkaufen oder honorieren. Die Modelle, also Schuld begleichen. Schuld begleichen, genau, Schuld und Sühne. Die Modelle haben nicht vorausgesagt, dass wir seit 1995 keinerlei Erwärmung mehr haben. Sie haben nicht vorausgesagt, dass es sogar abnimmt, die globale Durchschnittstemperatur, obwohl das CO2 weiter ansteigt. Es geht ausschließlich um Geld. Und wie der Chefökonom vom PIC, der Herr Edenhofer, festgestellt hat, kurz bevor er nach Cancun aufbrach in der NZZ, es geht in Cancun überhaupt nicht um Klimaschutz, es geht überhaupt nicht um Umweltschutz, es geht alleine um Umverteilung von reichen Ländern an arme Länder. Jetzt frage ich mich als Bürger, wer hat Herrn Edenhofer und alle anderen mandatiert, Umverteilung von uns dort zu verhandeln und die Regierungsvertreter gleich mit? Das würde ich gerne wissen. Gut, dann sind wir die Modelle zeigen Anstieg, die Realität zeigt keinen Anstieg. Gut. Regenerative Energien, das Stichwort. Da wird ja auch argumentiert zu sagen, das ist ja auch ein Feld, in dem sich die Wirtschaft entwickeln kann. Das ist eine Menge Potenzial, eine Menge Wirtschaftswachstum, viele Arbeitsplätze sind da drin. Das heißt also, weil Sie auch, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, eher Klimaschutz behindert wirtschaftliche Betätigung, ist das, wäre das nicht eine Möglichkeit, auch Zukunftsindustrien aufzubauen? Da komme ich gleich drauf. Aber der Punkt, der mich interessiert, ist, warum Sie zum Beispiel oder auch Sie denken, dass wir, die wir den Wohlstand uns erarbeitet haben, wie Sie sagen, auf Kosten anderer, es den anderen umverteilen müssen. Warum sind Sie nicht in der Lage, und da sind Sie ja, Ihren Wohlstand selber zu erarbeiten? Gucken wir uns doch mal an. 1970 hat Paul Ehrlich die Bevölkerungsbombe geschrieben, ein bekanntes Werk, wo Millionen von Menschen, besonders in Asien, in China, Südamerika und wo immer Afrika, zu Millionen, aber Millionen sterben, Hungersnöten, weil die nicht ernährt werden können, weil sie nicht aus ihrer Armut rauskommen. Heute bedrohen die uns auf sämtlichen Weltmärkten und machen uns Konkurrenz und sind wohlhabender als alle anderen zusammen. Das ist das eine. Ohne, dass wir was gemacht haben und sie werden noch nicht auf uns Rücksicht nehmen. Der CO2-Ausstoß hat sich seit Kyoto um 35% erhöht. Die Temperaturen sind stabil bis negativ. Dass wir im Jahr 2010 einen leichten Peak hatten, liegt an dem El Niño, der im Frühjahr war und wir hatten 98 auch. Ja, aber das haben wir doch alle schon in Limburg. Ich hatte Frage nach der regenerativen Energie gefragt. Ich muss es nur noch mal klarstellen, damit das nicht so aber das ist steht. Schon angekommen. Es genügt, glaube ich, wenn man das einmal sagt. Gut, regenerative Energie als Chance. Ich frage mich, warum ich eine regenerative Energie brauche, wenn ich eine konstante, billige und preiswerte Energie aus fossilen und Kernbrennstoffen erzeugen kann. Oder dann stelle ich mir eine Frage nach. Ich drehe es mal um. Energiesicherheit ist ja, wir sind von Energieimporten abhängig. Das ist die Frage der Energiesicherheit. Jeder Windpark sagt, Siemens braucht man ein Gaskraftwerk als Puffer. Gas müssen wir einführen haben, wenn nicht unsere Abhängigkeit an Gas steigt. Sie können kein regeneratives System aufbauen, mit Ausnahme der Biokraftstoffe, das Ihnen stabile, gleichmäßige und preiswerte Energie einspeist und umweltschützend dazu. Das können Sie alles mit den vorher genannten Technologien machen. Die werden aber verteufelt. Wir dürfen keine Kohlekraftwerke mehr bauen, dank Ihrer Aktivitäten. Wir dürfen keine Kernkraftwerke mehr bauen. Also müssen wir irgendwo die Energie herkommen. Wir werden es importieren müssen. Sie finden kein einziges Windkraftwerk. Nicht ein einziges Gaskraftwerk, Photovoltaikraftwerk, was auch nur ein einziges fossiles oder anderes kontinuierliches Kraftwerk ersetzt hat. Nicht eins. Dann finden Sie auch die Energiepolitik der aktuellen Bundesregierung nicht richtig. Ich finde die total töricht. Sie führt uns ins Mittelalter und in tiefe Armut. Ich gehe davon aus, dass das Auslaufen des Kyoto-Protokolls für Sie eher keine Rolle spielt. Es würde für uns alle eine große Erleichterung bedeuten, denn das Kyoto-Protokoll war wahnsinnig teuer. Besonders die paar Staaten, die dem zugestimmt haben, und hat nichts gebracht, überhaupt nichts. Die Emissionen wurden nicht gesenkt, sondern sie sind hochgefahren. Die Temperaturen haben sich einen Däubel drum geschert, ob sie Kyoto reduzieren oder nicht. Hat aber über 750 Milliarden Dollar bisher gekostet. Die reichen Nationen, überwiegend USA und Europa, ein bisschen Australien etc. etc. Also es wäre ein Glück für alle Beteiligten, wenn Kyoto endlich aufhören würde und wir den Ländern, die unsere Hilfe brauchen, die Hilfe angedeihen lassen, aber im Wesentlichen zur Selbsthilfe und nochmal zu Erneuerbaren. Jede erneuerbare Energie, die wir
wir hier einführen, hat eine negative Wertschöpfung. Jeder Arbeitsplatz, den wir in Erneuerbaren, und Röttgen brüstet sich mit 300.000 Arbeitsplätzen allein in Deutschland, vernichtet konventionell zwischen 2,2 und 6 Arbeitsplätze netto. Gut,